einen vierbeinigen Komplizen. Sein Name ist Ignaz. Er ist natürlich ein Hund. Und dieser Hund hat meinen nächsten Gast zum Tierarzt geschleppt. Herzlich willkommen bei uns, Ernie Singer. Ignaz ist ein Hund, habe ich gerade gesagt, Ernie. Und was ist das für eine Rasse überhaupt? Das ist ein Terrier. Und warum musste der jetzt zum Tierarzt? Ach ja, der Tierarzt ist mir empfohlen worden, ja, dass er besonders für die Rasse geeignet wäre. Also ein spezialisierter Arzt. Speziell für diese Rasse. Und da haben wir gedacht, na gut, dann gehe ich mit dem mal hin und lass ihn durchchecken. Na gut, Ernie und Ignaz dackeln zum Tierarzt. Der Tierarzt ist aber ein falscher Hund, kommt von einer versteckten Kamera. Ja, und der hat Methoden, die sind ganz schön rüde. So, Sie sind die Nächste, gell? Kommen Sie mal rein. Okay, gehen Sie mal da bitte ein bisschen rüber. Gut, also es handelt sich eindeutig um einen Hund. Okay, der Name? Ich jetzt. Nein, Ihrer. Mein Name? Ja? Ich bin die Ernie Singer. Die Ernie Singer? Ja. Ach so, die Religionszugehörigkeit? Du hast einen Hund. Frau Singer. Ich fang. Gut, das ist auch selten, gell? Bis man hier. Das alte Mann, wo auch gut ist. Wenn ich zum Tierarzt gehe, was für eine Religion ich habe. Können Sie mir den jetzt hier draufstellen, den Kurden? Den Ich meine, ich könnte auch mit Maulkorb arbeiten, aber das muss ja alles nicht sein. Na, das machen wir nicht. Vermessen dann mal, ja, dass wir die Maße dann haben. Können Sie den Schwanz mal anheben? Den Schwanz bitte. Da vorne den Kopf habe ich. Da ist der Schwanz. 76, die gesamte Schwanzlänge. Gell? Jetzt müssen wir mal. Ui. Singer, ein Prachtstück, das ist ja wirklich. Schauen Sie das mal an. Haben Sie schon mal an Zucht gedacht? Also was wird besucht? Das ist ja breit. Das kann er ja. Hm? Aber das ist ja wirklich gewaltig. Sag ich dann gerne, gell? Ja. Wissen Sie, ist Ihr Hund in letzter Zeit, ich will mal sagen, spitz? Ja, das ist für immer sehr eindeutig. Muss ich schon sagen, Frau Singer. Also Libido stark. Starke Libido, Präferenz im extradiskalen Sagus. Gut. Und jetzt? Und jetzt machen wir einen EKG-Test. Den kennen Sie ja auch, oder? So, wenn ich Sie dann bitten dürfte, mit ihm hier auf das Band zu kommen, ja. Ja. Soll ich anhalten? Ja, super. Jetzt hast du schon gelaufen. Ja, noch ein bisschen. Ja? Ja, auch schon. Okay, gut. Dann legen Sie noch mal hier drauf, haben wir ein bisschen Ruhe. Okay, ja, jetzt kommen wir zur Urinprobe. Von mir? So, schauen Sie mal. Das ist die Flasche. Da haben wir so ein paar Gegenstände aufgebaut. Ich meine, ein Hund hat ja gewisse Vorlieben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit ihm zu den Briefträgern. Das wird jetzt der letzte Test, Frau Singer. Was ist das denn? Das ist ein Verhaltenstest nach Rosenzweig. Okay, das erste Bild bitte. Cool.
interessiert sich für gar nichts. Ja, aber hier, hören Sie, ist wesentlich schneller geworden. Also es erregt ihn schon. Schon wieder fällt es runter. So, das nächste. Schau mal. Gut, so, ja. Es interessiert ihn nur, wenn es in Natura ist, nicht auf dem Bild. Interessiert ihn schon. Ja, er schaut schon her. Ja. Irgendwo die mit. Ey, hier muss einer ein bisschen mehr Zeit haben. Ja. Soll ich das nächste machen? Ja, bitte. So, jetzt? Ja. Ich, ja. Sag mal, Ignaz. Raus. Nein, er will es nicht sehen. Okay, ja, Frau Singerl, hier ist ein Fahndungsaufruf vom Veterinäramt ergangen an sämtliche Tierarztpraxen in München und Umgebung, wonach dem Rammler aus den Isarraum gefahren ist. Das Rammler kenne ich nur bei Haus. Ja, mein Verdacht, dass es sich dabei um Ihren Hund handelt, um Ihren Ignaz, ist durch die ganzen Untersuchungen bestätigt worden. Du, ein Rammler, der und jetzt haben wir natürlich einige Hundedamen, die geschändet wurden. Und auch etliche Vaterschaftsklagen liegen vor. Anscheinend? Ja, natürlich, klar. Sie wissen, ja, Sie wissen ja, was das heißt bei der Wasserhunde. Das sind immer nicht diese Termine. Ja, da müssen Sie halt alle Hosen ziehen, ne? Da passiert nichts. Können Sie sagen, was Sie wollen? Wir haben jetzt draußen im Wartezimmer einige Damen. Und wir können ja jetzt einfach mal schauen, wie sich das verhält mit der Gegenüberstellung, ob die das auch bestätigen können. Weil der Verdacht liegt sehr, sehr nah, dass es so ist. Das ist er. Jetzt müssen Sie natürlich aufgrund der Eindeutigkeit noch die Wette übernehmen. Ja? Da haben wir den Vater jetzt gefunden, nicht Ignaz? Ja, so, die Welpen einmal. Oh, so, bitteschön. Das sind unsere Welpen. So schnell sind wir auf den Hund gekommen, ne? Ernie, haben Sie das wirklich mit dem Tierarzt so abgenommen? Ja, sicher. Es ist mir komisch vorgekommen. Aber dann haben wir gedacht, naja, der ist mir so empfohlen worden. Und dann das mit der Urinprobe, wissen Sie? Das war schon sehr komisch. Aber ich hatte früher mal eine Katze. Und die hat, die war zuckerkrank. Und da hat der Tierarzt auch eine Urinprobe verlangt. Also haben wir, aber die habe ich ja zu Hause gehabt. Das war sagen, eine furchtbare so ein Katastrophe. Ja. Und das war da, jetzt war das mit dem Hund. Und man denkt, ja, jetzt der, also das ist schon sehr komisch. Danke, Ernie Singel. Weiter versteckter Kamera.